Scheißegal. Ja, jetzt ist meine Ausdauer im Keller. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, die sind voll aggressiv. Warte, ich komm. Einer Mann. Ist das nur. Ja, trotzdem. Hau immer einen auf den Kopf. Nee, nee, Käfig zu lang. Ich hau ihn. Bin dran. Ist er tot? Ja, ist tot. Weiß ich nicht. Ist tot? Ja, die sehen ganz anders aus. Ein Treffer noch und ich wäre fett gewesen, ey. Ja, nimm mal Painkiller. Ich nehme auch mal einen. Ja. Ja. Alter Verwalter. Das sind ja ganz andere, ne? Wieder? Ja. Aber es war schon mal wieder Action hier. Fast vier Stück kommen auf mich losgesprungen. Ich hab gar nicht gewusst. Ich hab gedacht, ich fall jetzt eh gleich um. Ich hab eigentlich auch nicht mehr damit gerechnet, dass ich hier überlebe. So, wo bist du denn überhaupt jetzt? Also, ich bin hier vorne irgendwo. Ja, alles klar, ich bin bei dir. Wir laufen eigentlich in der gegengesetzten Richtung, wo unsere... Wollen wir zurück zur Base? Ja, ja müssen wir. Ja, müssen komm. Wir. Lass uns abhauen. Warte mal, was gibt's hier noch zu essen? Welche waren jetzt die Base? Ich habe so viele Zeichen hier schon. Oh, die Dinger kannst du essen hier. Oh, was ist das denn hier? Komm mal her hier. Warte. Ey, komm, ich will dich essen. Hier ist sowas wie so ein Opfer. Da wo bist du? Hier, siehst du meinen Namen. Ja. Siehst du das? Die ganzen Köpfe hier und alles. Ja. Mit Gedärmen umwickelt. Genau das. Das ist so irgendwie so ein Ritualort, weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch schätzen. Ein toten ein Kopf mit, ich zerschlag das mal alles. Oh, guck mal, der hat eine Kamera im Maul. Ja, bei mir auch gerade. Ja, okay, ich glaube, es wird eh schon wieder langsam, wahrscheinlich gleich durch. Ja, lass uns mal Richtung. Lass uns mal zurück, ja. Wir haben genug gesehen, wir haben genug gemacht. Ja, wir haben genug erlebt, frei. Ja. Kommen wir direkt zu. Ich versuche mich hier gerade als Vorkoster. Vorkoster? Ja, was man alles essen kann und was nicht. Oh, jetzt brennt hier immer noch. Das brennt hier immer noch, wo du dein Molly hingeschmissen hast. Tatsächlich. Oh ja, vielleicht steht morgen der Wald gar nicht mehr. Ja, ich sammle nebenbei immer noch ein paar Kräuter ein. Ja, da müsste man auch mal herausfinden, wie man die. Ja, aber da gibt's auch nichts, noch nichts im Survival Book, glaube ich. Ah, hier ist Wasser, ein Brunnen. Nicht gut, nicht gut. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Aber wir sind ja gleich da. So. Ja, ich würde sagen, das war echt mal ein bisschen spannend. Ja, es war mal was anderes. Mal was anderes. Zweimal knapp gestorben. Dynamit-Action, komisches Tentakelmonster in den Arsch getreten. Also was will man mehr für einen Tag, oder? Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage sind wir jetzt eigentlich hier schon am Survival? Ich hab keine Ahnung. Also 5, 6, 7 Tage bestimmt. Wir haben also in-game. In-game Zeit, ja. Oh, hier ist aber ziemlich tief. Das ist besser. Ah, da hinten ist das Cockpit. Warte, komm mit. Ja. Hol dir noch schnell die... Die Leuchtpistole. Genau. Unser Essen zu Hause ist auch fertig. Den Weg kriegen wir ja noch hin. Da sind wir auch gleich. Dann kommen wir nach getaner Arbeit, nach einem langen Arbeitstag nach Hause, setzen uns ans Lagerfeuer. Lassen Chat zu uns sprechen. Und genießen unsere Hähnchenkeule oder Rehrücken. Oder Finger. Und warten auf die Typen, die Nacht wieder kommen und uns des Schlafes rauben. Ich hätte aber eine coole Idee. Siehst du diesen großen Berg da hinten? Ja. Das wird unsere nächste Expedition. Meinst du, kommen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, ne?
Boah, jetzt wird aber immer so schnell dunkel. Oh, was ist jetzt los? Ich bin voll ins Wasser gefallen. Wieso stöhnt mein Charakter so? Oh, nö. Hat er Hunger? Hat er Durst? Hat er... Ein bisschen, bisschen Hunger habe ich. Ah, ist mal was. Ist mal ein Schokoriegel. Vertreibt Hunger und so. Ich hab nichts mehr. Ist alles futsch. Ich hab's jetzt auch nochmal genommen. Oh, wie konnte ich jetzt hier springen? Ach so. Platine. So, da liegt sie auf jeden Fall. Die habe ich schon mal. Aber wenn du rausgehst, musst du springen. Ja. So, ich schwimme jetzt schon mal nach Hause, ne? Weißt du, was wir mal machen könnten? Hm. Wir könnten ja mal unsere... unsere Taucheranrüstung anlegen. Ja, sagen wir so, wir haben ja gefunden, es gab in dieser Höhle ja noch einen Weg, da, wo mit Wasser. Das könnte man eigentlich auch noch anschauen. Das könnte man auch vielleicht in der nächsten Folge machen. Ich komme hier nicht raus. So, jetzt immer schön hüpfen. Also, du bist schon wieder fast bei der Hütte, ne? Nee, ich bin hier noch im Wasser. Ich brauche hier noch ein bisschen. Ich bin direkt ins Wasser gesprungen. Aber wir müssen uns irgendwas mal einfallen lassen wegen Licht. Aber was? Mensch, ja. ich hab doch damals, wo ich die Koffer zum zweiten Mal leer gemacht habe, wieder eine Taschenlampe gefunden. Ja, oder waren das nur die Batterien? Ich weiß es nicht. Ach, in der Höhle haben wir ja auch schon Sachen gefunden. Und das Blöde ist, dass mein Feuerzeug nicht mehr geht. Das ist echt scheiße. Ja gut, du kannst ja nicht erwarten, dass ein Feuerzeug ewig und 3 Tage hält, ne? Ja, natürlich, das nicht, aber... Da müssen wir auf jeden Fall auf oh, unser ganzes Essen ist fertig. Wir sind voll ausgestattet hier. Ich weiß gar nicht, wie ich den Berg hier hochkomme. Einfach, ich bin einfach auch gehobelt. Ich bin schon mal oben wieder im Lager. Ja, ich komme jetzt auch. Ich kann dir leider auch kein großartiges Licht oder sonst was machen. Nö, ich sehe das hier. Dann ist ja gut. Landkarte. So. Mhm. Ich glaube, diese Sachen hier, das sind so markierte Steine, wahrscheinlich Lager von den Eingeborenen, würde ich jetzt sagen. Das könnte stimmen. Oder ja. Höhleneingänge, weil wir es ja gefunden haben bei den... Wie viel fehlt denn da noch eigentlich? 3 Köpfe noch. 3 Köpfe noch? Ich glaube, ich habe 2. Dann hau die gleich mal rein da. Ne, ein Head. Ich habe doch 2 eingesammelt. Naja. Ja, vielleicht konntest du den einen nicht mehr mitnehmen. Ja. So, wo war denn jetzt hier unser Fressalien? Ah, ja, das sieht doch gut aus. Überall sind solche Zeichen dran. Ja, das ist schon echt. Du musst länger jetzt E drücken, dass es ist. Oder halt, spielst du mit Tastatur gerade oder Ding? Habe ich schon wieder vergessen. Nee, mit Gamepad. Aber ich habe was zu futtern. Das ist schon mal gut. So. Aber ich kann mal wieder Fleisch reinhängen. Soll ich es anmachen? Nee, ne? Nee, aber du kannst das Große anmachen. Okay. Dass wir da unten mal sehen, was da los ist. Und da ist Werdelicht. Mich hat es nur leider auch ein bisschen in Brand gesteckt. So, jetzt muss ich wieder das in die Hand nehmen. Aber ich kann echt mal schauen, ob ich da schon... Schmeiß mal wieder einen Kopf dazu. Ah, ist echt doof mit dem hier. Was machst du gerade? Ich habe da nur das eine Ding hier fertig gebaut. Soll ich das Ding auch anzünden? Ja, mach mal das Lagerfeuer hier auch noch an. Dass wir mehr sehen unten. Ich habe da eh lauter Sachen hingestellt, die was man anzünden kann. Dass wir da aber Licht haben. Noch 2 Headies. Ja, das werden wir ja noch hinkriegen. Weißt du, was ich auch gern bauen würde? Nee. Eine Falle. Ja. Das wäre ja auch noch eine geile Nummer, oder? Was bauen wir denn für eine Falle? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. B. Wo haben wir denn das? Das ist es nicht. Auch nicht. Hier, Fallen. Nee. Ah, hier, guck an. Warte mal, ich bin gerade im Buch, warte kurz. Wo war denn das jetzt mit der Falle? Ah, hier.
Aber die laufen ja immer hier, ne? Ja, die kommen meistens von rechts, ne? Wenn wir oben auf unserer Hütte sind. 5 Holzblöcke brauchen wir. Feuer, Feuerpit. Feuerpit? Feuerfalle, Feuerhöhle. Longer lasting. Da oh, ich kann laufen das gar nicht lesen. Wieder. Hilf mir mal ganz kurz, das fertig zu bauen. Eine Feuerstelle. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo du bist. Wo bist du? Wo, where are you? Da hinten. I da can't see you. Da hinten laufen nämlich schon die ersten. Ja, ich komme jetzt zu dir. Komm. Was brauchst du denn noch? Einfach Holzstämme. Ja. Äste? Nee, richtige Stämme. Okay. Wie viele denn? Jetzt nur noch drei, ja. Jetzt waren es nur noch einer. So, passt nur noch ein Holzblock, dann sind wir damit fertig. Kommt, habe ich. Dann können wir hochklettern und dann. Warte, ich kann den Holzblock ja trotzdem mitnehmen, die was du da jetzt noch liegen hast. Wir haben ja noch die Hütte hier am Bauen. Wo sind denn hingefallen? Was da. Wird das denn? Eine Hängefalle. Eine Hängefalle? Weil die laufen immer eh unten bei unserem Lager herum, ne? Ja. Vielleicht läuft er vorbei und ist drin. Hm. Ist das cool. Kann ich da auch selber reinlaufen? Probier's nicht. Ist ja gediegen, wa? Ja. Ich werde mal hoch und wir schauen uns das mal an. Ich nehme mal den Kopf hier noch mit. Hast du noch einen Kopf gefunden? Ja, hier an diesem komischen Gestell. Sind das Totenköpfe oder echte Köpfe, die man so verwenden kann? Die kannst du verwenden. Ja, warte, dann komme ich zu dir, dann haben wir das Ding nämlich auch fast fertig. Ist ja nur einer. Ja, ja, aber ich kann ja auch wieder alles einmal aufnehmen, so wie du, ne? Achso, ja. Wo ist es denn? Ja, hab den. Yeah. Ne, der Kopf fällt runter. Can. Was? Can any auch. More Skulls? Also, es ist Skull, ist ein Totenkopf. Auch Skull. Okay. Kann ich diese Bären essen? Kann ich die Bären essen? Ja, wir haben ja genug zum Essen da oben liegen. Ne, das waren die falschen. Du kennst sie auch so schlecht, ne? Ja. Aber wir hatten auch hier Bären, die man richtig schön essen konnte. Mann, das. So, ich kletter wieder hoch. Mal schauen, ob die jetzt kommen. Lass sie kommen, lass sie kommen. Komm mal hoch, du vertreibst sie ja. Vor allem, wir haben ja richtige, wie eine Kinoleinwand, Aussicht hier. Mal gespannt, kommen sie denn? Hey, ne? Ich sehe noch keinen hier. Aber so, die kommen ja immer. Würde mich wundern, wenn sie heute nicht kommen würden. Scheiße. Aber wetten, genau jetzt, wo wir das fertig gebaut haben, kommen sie nicht. Ja, das ist der Vorführeffekt. Das ist immer so. Oder soll ich sie mal mit einer Explosion anlocken? Nee. Spar dir deine Dynamitstangen. Ich habe eigentlich, glaube ich, schon was gehört hier. Ich höre nur hier das Getrappe von den Rehen. Achso, sind die das? Ach, das gibt's ja nicht. Aber die Vögel finden schon mal toll, das Teil. Und ein Hase ist drin. Ein Hase? Warte, vielleicht kriege ich den mit dem Bogen. Nicht, dass du jetzt die Falle auslöst. Hoffe ich nicht. Das ist ja scheiße, jetzt kommt keiner da. Was passiert denn? Wird er so hochgezogen oder was? Oder? Ja, wird hochgezogen und hängt. Und lebt wahrscheinlich sogar noch. Oh, da hinten ist einer. Und eine ganze Gruppe. Oh, oh, jetzt kommen sie. Warte mal. Da hinter dir genau. Ja. Oh ja, 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 kommt ja, ruhig her. Gut, guck mal, Falle. Oh, bitte lauf rein. Wo ist er denn? Ich schau nur auf die Falle, ich will jetzt sehen, dass deiner hochgezogen wird. Oh, oh, da kommt einer. Ja. Oh, das war knapp.
Ja. Ja, komm, lauf auf wenigstens in das Feuer rein da. Mach wenigstens irgendwas. Burn, Baby, burn. Drei Stück. Soll ich sie andocken? Soll ich da hinlaufen und mich da hinstellen? Nein, 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 nein. Aber wir könnten auch das ganze Lager hier vollbauen mit den Fallen. Ja. Einmal so ein kompletter Kreis, weil nur mit den Fallen, dann hängen sie eh alle drin. Warum bin ich voller Blut? Ich glaube, das Feuer schreckt die ab, kann das sein? Ja, ich glaube auch. Och, schade. Lauf rein, komm, los, rein! Dann brauchen wir halt noch ein paar. Ja, also nächster Tag, erste Amtshandlung, 40 Fallen bauen. Ah, toll, ich bin mit Blut besudelt, aber ich habe jetzt gerade, warte mal, ich schau mal, ob ich den treffe, den Bangerten wenigstens. Ja, der eine brennt. Der eine ist ins Feuer gelaufen. Zwei! Boah, jetzt geht's ja ab. Zieh bloß die Falle an, du Ratte. Wir haben unsere Köpfe. Ja. Und den einen schieße ich mit dem Bogen ab. Ah, verdammt. Knapp vorbei. Ich versuche ihn irgendwie hinzulocken. Okay. Oh, jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt er wild. Kommt auf rüber. Komm, komm. Tschüss. Blinder Typ. Echt? Schade. Die vollen Killer, ne? Ja. Die vollen Mörder hier schon. Oh, Vogel, Vogel, am Ding. Wo? Oh, kann man nicht mit dem Bogen abknallen. Ja, schade. Na, dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Macht's gut. Ja, macht's gut. Tschüss.